Hallo Leute, es geht weiter mit American McGee's Alice und ich habe jetzt ein paar Minuten rumgegurkt hier unter Wasser und geguckt, wo ich als nächstes lang kann, weil mir anscheinend noch hier weiter so eine Platte wieder fehlt, die nach unten soll. Und da bin ich über ein Rohr lang geschwommen. Da dachte ich erst, ich erstick da immer, aber unten sind jetzt ja verschiedene von diesen Bottichen offen und dann habe ich mal so zwei Wege ausprobiert und dann bin ich hier rausgekommen, nach oben geklettert und weiter weiß ich jetzt auch nicht. Ich würde sagen, ich gehe hier mal rauf. Das war doof. Die muss ich natürlich platt machen. Ja, darf ich auch mal einen erwischen oder? Stirb doch mal! Schnell nach oben, sonst erstickt sie mir hier. Ja. Fast erstickt, liebe Alice. Fast erstickt. Da das Wasser jetzt aber da ist, komme ich auch so ans Herz. Und dann hoffe ich... Ich speichere hier an der Stelle mal. An der Stelle, Spelle. So. Rein mit dir. Lieber nochmal Luft holen. Und runter. Wo bin ich jetzt hier? Wo soll ich jetzt hin? Ich habe ein bisschen Schiss. Das Wasser ist jetzt noch höher gestiegen. Irgendwann, ja, weiß ich auch nicht. Wo soll das denn nur hinführen? Wenn das Wasser immer höher steigt. Geh mal hier zurück. Und durch den Tunnel. Bringt mir das jetzt irgendwas? Kannst du da hochspringen? Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Ja, das machst du toll. Hä? Hier sollen wir auf jeden Fall durch, aber warum? Was ist denn hier jetzt? Kannst du da an der Kette jetzt... da dich festhalten? Ich enter hier schon vor mich hin, aber es geht nicht. Durch die Röhre? Ach, durch die Röhre! Ha, ha! Da muss man ja auch erstmal drauf kommen, ne? Dass ich da jetzt durch die Röhre soll und dann jetzt der Ausgang ist. Man sollte also alle Platten so weit runter gemacht haben, dass das Wasser immer mehr steigt. Einfach ein bisschen sinnlos. Und jetzt haben wir das Tor erreicht, immerhin. Wahrscheinlich konnte man, wenn das Wasser nicht irgendwie hoch genug ist, da überhaupt rein oder so. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war da die ganze Zeit schon der Ausgang. Man kam noch nicht durch, deswegen musste man das Wasser steigen lassen. Ist für mich die schlüssigste Logik. So, jetzt kommt das labyrinthische, die labyrinthische Revanche. Mal schauen. Ich will jetzt auch endlich weiterkommen. Ich bin froh, wenn wir diesen Unterwasserscheiß hinter uns haben. Ganz ehrlich, das war nervig. Schwimmaktionen sind immer nervig. Ja, das ist schön hier. Nehmen wir mal gleich unsere Zackis in die Hand. Nee, hier kann ich ja wohl nicht runter. Wo kann ich denn runter? Okay, da hinten sind Soldaten. Wo kann ich jetzt lang? Hallo? Wie komme ich hier jemals wieder weg? Ich kann doch nicht einfach hier übers Gitter springen. Das können die doch nicht von mir erwarten, oder? Leute, gebt mir einen Hinweis. Ja. Nett hier. Tschüss dann mal, ne? Wieder. Jetzt komme ich hier an und das voll... Ja, so geht's auch.
Ich wusste jetzt nicht, wie man runterkommt und eben so, ach, ich hätte über die Platten hier runtergekonnt wahrscheinlich. Machen wir es eben so. So, hoch mit dir. Guck mal, er winkt schon. Hallo, er macht Stretch-Übungen. Oder sowas in der Art. Ich stehe hier direkt neben ihm, ey, und die Dinger kriegen ihn trotzdem nicht. Das ist schon sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Die Energie da unten, das ist mir jetzt egal. Würde mich nicht wundern, wenn hier ein paar Hexen auftauchen. Wenn man vom Teufel spricht, ey, ich hab's gewusst. Waren da nicht zwei? Ich dachte, da wären zwei. So. Ey, warum brennst du, Alice? Hör auf zu brennen. Wie doof. Was war das denn jetzt? Toll, jetzt brauche ich noch mehr Energie. Mann. Irgendjemand, der mir Energie leihen würde? Nee, und dann auch noch sowas hier. Na toll. Oh, Energie, wie nett. Sehr freundlich. Oh. Hier ist so ein Rätsel mit Aufpassen und so. Okay, das hat nicht geklappt, aber ich kann mich doch auch nicht klein machen. Geh durch da. Oh. Ich muss da irgendwie schnell durchspringen, glaube ich. Sonst schaffe ich das nicht. Ja, super. Mach den mal fertig da unten. Kannst du den mal fertig machen? Das war noch nicht ausreichend. Jetzt aber. Voll gut gelaufen und so. Werde ich doch direkt mal speichern. Gehe ich jetzt wieder zurück? Scheiße, wo muss ich lang? Da lang? Oder komme ich hierher? Komme ich hierher? Oh ne, ich glaube, ich komme daher, ne? Scheiße, Orientierung verloren. Mann. Dann will ich da vorne jetzt durch. Hallo Leute, ich bin zu Hause. Ich glaube, das war's mit dir, Robo. Oh, da ist ja noch einer. Der ist aber schnell gestorben. Was für eine merkwürdige Maschinerie hier. Gehen wir mal weiter. Oh, wer seid ihr denn? Huch! Was ist mit euch denn los? Oh, die sterben, ne? Die sterben aber schnell. Ich weiß immer nicht, was kommt, deswegen speichere ich mal wieder. Weil dann muss ich die ganzen Monster nicht nochmal besiegen.
Das wäre ja sehr nervig. Och nö, nicht schon wieder Irrgarten. Irgendwann muss es doch mal zu Ende sein hier. So. Abgesplättert hier. Königin, wo bist du? Ich will dich endlich kriegen. Ich will dem Albtraum von Alice endlich ein Ende bereiten. Nein, voll viele. Mach ihn fertig. Okay. Hallo Leute, wie viele denn noch? Bisher geht das ja ganz gut hier. Okay. Das war klar. Autsch. Das war's mit dir. Gleich speichere ich auch wieder. Huch, er kommt mir schon entgegen. Ah. Gut, wenn er mir schon entgegenkommt, dann ist da hinten zumindest keiner mehr. Irgendwann werden wir dem Ende näher kommen. Ich weiß es. Irgendwann muss es soweit sein. Da oben prangert ein schönes, großes, rotes Herz. Aber ich glaube, ich brauche es überhaupt nicht. Nö. Oh. Ja, dann greif ihn doch mal an, ey. No. Okay, wir kriegen es langsam hin. Habt ihr es dann hier bald mal? Och, jetzt wieder eine Ebene runter. Und hier rein und dahin und überhaupt. Links, rechts, nirgends, nichts mehr. So, hier speichere ich jetzt aber mal. Wo muss ich denn hin? Okay, ah! Oh Gott. Gut, dass ich gespeichert habe. Oh Gott. Voll weggepustet. Habe ich gar nicht bemerkt gerade. Schnell. Oh, das schaffe ich nicht. Ich muss in die Lücke, aber auch nur dann, wenn das Pusteding nicht an ist. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich muss echt aufs Timing achten. Schnell durch. Schnell durch. Nein! Oh, shit. Shit, aber ich glaube, ich hätte ja auch nicht stehen bleiben können. Dann hätte es mich doch nach vorne geschoben, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, so einfach stehen bleiben kann man ja auch nicht. Okay, jetzt pustet der doch aber wieder. Nein, komm. Oh, Mann. Ich meine, das Ding kommt doch am Ende hinter mir her. Das drückt mich doch nach vorne. Irgendwann muss es doch mal schneller ausgehen. Es drückt mich nach vorne. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Hallo? Ich habe mich ja gerade nicht bewegt. Ich bleib ja extra stehen. Und ganz, ganz schnell jetzt hier, dann geht er doch los. Einfach so drüber hinwegspringen. Kann man drüber hinwegspringen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es jetzt nur gerade 1000 Mal versuchen. Oh, jetzt hat er mich zerquetscht.
Dachte, ich bleib mal richtig schön weit hinten oder so. Ja. Nein, ich will nicht! Ich will nicht nach hinten, ich will nicht nach vorne. Ich stehe da total scheiße. Ich warte mal kurz. Gehen die beiden immer parallel los? Hm. Ja, super. Ganz, ganz schnell. Manno, manno, manno. Wie soll ich das denn? Manno. Ich schaff das nicht. Da vorne ist die Tür und ich schaffe es einfach nicht. Oder muss ich da ganz schnell jetzt rennen? Nee, es kickt mich einfach sonst wohin. Und sie verbrennt hier einfach in der glühenden Lava-Scheiße. Ganz schnell jetzt, ganz schnell durchrennen. Geht das? Schafft man das? Wieso? Ist sie jetzt gestorben? Das Ding ist doch nach oben gegangen. Hä? Ja, es ist genau der Moment, wo ich dran vorbeikomme und dann geht's los. Ey, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, wie ich das schaffen soll. Dachte, ich drehe mich einfach da mal hin, um ein bisschen mehr Überblick zu kriegen, aber scheiße. War das jetzt richtig von mir? Oh, 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 ich hab's geschafft. Es war nur wohl ein... Oh, oh, ich speichere. Ich hab's geschafft. Ich hab irgendwie ein anderes Timing gehabt. Und dann war das die Klappe vor mir und nicht hinter mir. Das war ganz gut. Super. Ich freue mich. Über den nicht. Okay. Okay, okay, okay. Wo soll ich hin? Bestimmt mich hier hochpusten. Nein, keine Hexen jetzt. Och nö. Mach sie fertig. Oh, sie ist gestorben. Voll gut. Alice? Okay. Ich meine, ne? So geht's auch. Scheiße, voll runtergeknallt. Nein! Nein, 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 nein. Hexe, komm, Hexe. Ich glaube, sie kommt erst, wenn ich da reingehe. Oh, sie ist von alleine gestorben. Die ist ja doof. Die war ja nicht so schlau. So, ich sehe hier immer gar nichts außer Alice. Das ist schön, aber das funktioniert nie. Hm. Oh, jetzt aber. Oh, oh. Warum stirbt sie in der Luft? Warum? Einen Versuch mache ich noch. Ich habe eine Hexe gehört. Dachte, ich hau einfach mal dran. Ey, die Grafik, Steuerung und so ist gerade voll scheiße. Jetzt kommt sie auf einmal jetzt schon. Wo ist sie denn?
Stirb einfach. Wohin, wohin? Da lang. Da lang. Ah, okay. Schnell speichern. Man verliert ja auch völlig den Überblick hier. Hallo, könnt die Zangen ihn mal angreifen? Leck mich doch. So. Erledigt. Wo soll ich denn hin? So, jetzt bin ich hier oben. Hallo. Auch mit dir war es das, Hexe. Es ist nicht gut, was ihr hier versucht, mit mir zu tun. Nein, 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 nein. Oh nein, sie ist runtergefallen. Schnell wieder nach oben. Ich kann ja nur da vorne. Nein, 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 nein. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part von Alice. Bis dann.